Was habe ich denn jetzt? Nochmal. Ja, komm, dann lass weitergehen. Lass mich erst noch meinen Tee nachfüllen. Ja, gerne. So. So. So, hier müsste irgendwo die Straße sein. Hoffentlich. Oder ein Weg. Oder irgendwas. Oh Mann. Haben wir uns wohl verlaufen? Scheint so, ja. Ach Mist. Ist das da oben? Das ist das Castle, da müssen wir nach hier rüber müssen wir. Ich sehe dich gerade nicht mehr, du bist oh. Mit der Umgebung verschmolzen. Du bist weg. Ich sehe dich auch nicht mehr. Da, ich hab dich. Glaube ich, hoffe ich. Ich nehme mal meine Pistole raus. Na ja, doch, das bist du. Hast du Glück gehabt. Ich sehe dich nicht. Hallo! Okay, wir müssen. Wenn das da oben. Das ist das Schloss, ja. Müssen wir dann nach links? Ja. Dann gehen wir nach links. Haben wir zwei verschiedene Verständnisse von links? Wo bist du hin? Ich bin nach links. Hallo. Ach da. Schrecklich. wenn ich den nächsten Kompass finde, benutze ich, also nehme ich den mal mit. Ja, dann wissen wir zumindest, wo Norden ist, ne? Ja. Immerhin. I need a drink. Ich hätte Wasser. Water. Frisch abgefüllt aus dem Dingens. Pond. Genau. Nee, aus dem Well. Nicht aus dem Pond. Pond ist aber viel schöner. Ein Pond ist so ein Tümpel. Das hatten wir schon mal. wir haben uns total verlaufen. Ach, gehört auch dazu beim Survival, ne? Ja. Vielleicht kommt hier, wie heißt er nochmal, der komische da auf dem Männersender. Der Bear Grylls. Der kommt gleich aus dem Busch gestürzt. Hat eine Arbeitskollegin von mir auch schon erzählt, den kenne ich nicht. Ich kenne nur Andreas Keeling. Den kenne ich nicht. Aber kann man von hier oben vielleicht was sehen? Ja, wenn wir da vorne auf dem Berg sind, dann schätze ich mal. Wenn wir dann oben drauf sind. Wo bist du? Ich hab aufgeholt. Ach, da bist du. Hallo. Hallo. Dass du mich da nicht sehen kannst manchmal. Dabei habe ich doch so einen schönen roten Rucksack. Ja, aber wenn du einfach mal nicht in meinem Sichtfeld bist und ich mich dann drehe und du dich genau so drehst, dass ich dich dann immer noch nicht sehe. Das ist Absicht. Ja. So, dann geht's im Berg runter. Klar, wir sind ganz oben, jetzt geht's nur noch runter. Ich habe das Gefühl, dass wir zu weit nach Norden laufen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir sind. Abenteuertouren mit MacGyver. Ja, super. Okay,
Okay, ich nehme nochmal die andere Karte. Topografische. Vielleicht kann ich da besser sehen, wie das hier mit den Erhöhungen aussieht und so. Es wäre cool, wenn man sein Handy irgendwie damit verbinden könnte mit dem Spiel. Damit man sieht, wo man steht. Tja. Weiß ich nicht. Schlag eine Richtung vor, da laufen wir hin. Geradeaus. Okay. Mal rennen, geht schneller. Ja, mit dem Auto wärst du hier auch nicht besonders glücklich, ne? Ich stelle mir das auch sehr beschissen vor, zu steuern, das Auto. Ja, ist eine Alpha, ne? Ja, ja. Da vorne kommt eine Straße. Echt jetzt? Ja. Aber hier gibt's mehrere solche Landstraßen. Das ist... Ja, vielleicht sehen wir ja noch irgendwas, was auffällt. Nee, nicht so wirklich. Wenigstens schon mal eine Straße, da ist doch schon mal was. So. Ich schätze mal, dass das ist die Straße, die dann direkt so parallel, also horizontal unten zu dem Wald läuft. Mhm. Nee, das kann ja eigentlich nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt diese Richtung laufen, also dahin. Ja, können wir gerne machen. Das wäre so mein Bauchgefühl. Ja, dann dein Bauchgefühl war eigentlich immer ganz gut. Was Tod angeht. Ja. Gibt's hier irgendwo. Hier gibt es ganz viele Quellen in der Nähe. Wenn du was zu trinken brauchst, gib Bescheid. Ich habe noch eine ganze Flasche voll mit Wasser. Ja, solange das noch nicht rot ist, ist okay. Ich kann es auch nicht irgendwie mit Milchpulver kaputt machen, sehe ich gerade. Komm. Lass mal sprinten. Ja. I need a drink. Es ist immer noch gelb. Ja, gib einfach Bescheid. Ja, ich beschwer mich schon. Na dann. Hey, jetzt bin ich voll rot und du hast mir nichts zu trinken gegeben, Mann. Nee. So, schön, was sehen wir? Nichts. Da unten? Ne. Büsche. Ich glaube, da unten ist eine zweite Straße. Die haben auch keine Hinweisschilder oder so. Ja, was erwartest du mitten in der Pampa? Hinweisschilder. Büsche. Jede Menge Büsche. Wir sind irgendwo um Devil's Castle herum. Ja, da vorne ist eine Kreuzung. Ja, ich denke aber nicht, dass da irgendein Schild zu sein gibt. Sein wird. Nee, das glaube ich auch nicht, aber dann kann man zumindest mal... Ja, die Straße hier macht ja schon mal einen ziemlich hässlichen Knick. Der müsste doch auf der Karte irgendwo zu finden sein. Also wir haben eine Kreuzung und eine Straße, die einen recht hässlichen Knick macht. Hm. Da. Oder? Siehst du Altar bei dir? Oldfields und Prut?
Alter. Oder Trot. Und ja. Und da ist so ein Verbindungsstück. Also wenn du Altar siehst, dann siehst du ja die Straße, die da hochgeht. Ja. Dann macht die quasi so ein U. Und da ist so ein Verbindungsstück, was zu einer anderen Straße geht. Ja. Und da ist dieser komische Knick, schätze ich mal. Ja, ganz schön scheiße gelaufen. Auf jeden Fall, die Straße würde ich jetzt einfach mal der folgen. Okay. Schätze mal, dass das was ist. Ich trinke immer noch was. Ich versuche weiterhin zu finden, wo wir sind. Klonk. Ich habe mein Getränk auf meiner Heizung stehen. Deine Heizung macht solche lauten Geräusche? Tatsächlich. I'm thirsty. Das ist aber immer noch gelb. So, da kommt jetzt die nächste Straße und das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Ich glaube, das ist das. Du hast uns gefunden. Yay. Yay. Naja. So, dann sind wir dann gleich in Grischino, oder wie das heißt. Grischino. Immerhin. Ach, na, wir hätten es auch viel kürzer haben können. hätte Fahrradkette. Genau. Ganz genau. Kann ich eigentlich so ein Zielvisier auf meine Pistole stecken? So ein großes? Echt jetzt? Nein. Ach, kann schade. Ich nicht. Total überdimensioniert. Die Pistole schießt effektiv 150 Meter weit, aber das Zielfernrohr geht über 400 Meter. Ein Scheißhaus. Nee. Da kann man aufmachen, oder? Kein Scheißhaus, aber da ist ein Sprühgedönse drin. Und ein Sewing Kit. Warum kann ich eigentlich meine Rotflinte nicht schwarz sprengen? Ah, kann ich die? Wo ist denn? Ich habe meine Feueraxt schwarz gesprayt und meine Blaze auch. Oh, meine Axt ist badly damaged. Jetzt sagt er meine. Worn. Oh. Was war das denn? Mein Handy. Bimmelim. Das war bestimmt der Alex oder so. Die waren bis 17:45, hat er, glaube ich, geschrieben, wach. Und dann irgendwie ab 8:30 oder so wieder wach. Boah. Ja, und die waren noch alle am Pennen beim Dennis. Hm. Heftig. Ja. Ich hätte versucht, noch weiter zu schlafen. Das sollte man eigentlich gleich mal ankommen. Wir können ja auch wieder sprinten. Können wir die Zeit verkürzen? Können wir. I need a drink. Ich habe noch 80% Wasserflasche. Ja, ich bin immer noch gelb. Boah, da möchte ich mal das Force Drink ausprobieren. Jetzt bin ich rot. Jetzt kannst du mich mal versuchen zu forcen. Drink Bottle, Force Drink. Kampf nur starts forcing you to drink. Was mache ich denn da?